Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Kollege Saleh hat ja heute in seiner Rede verkündet, die SPD würde die Arbeit der Linksfraktion als der Partei für soziale Gerechtigkeit machen. Für solche Behauptungen gibt es einen Gegenbeweis, Herr Oberg. Ihr Tun, das Tun der SPD-Fraktion. Sowohl im Fachausschuss als auch im Hauptausschuss hat die SPD-Fraktion in trauter Gemeinsamkeit mit ihrer CDU-Partnerin abgelehnt. Mehr Lehrkräfte sowie mehr sozialpädagogische, schulpsychologische und inklusionspädagogische Kräfte einzustellen, die wir aber bräuchten, damit nicht so viel Unterricht ausfällt, Schülerinnen und Schüler besser gefördert werden können, Überlastung bei den Beschäftigten abgebaut und Inklusion machbar wird. SPD und CDU, da komme ich noch zu, haben auch abgelehnt, pädagogische Kräfte für Demokratiebildung und Erziehung einzustellen. Und auch prekäre Beschäftigung im Bildungsbereich wird weiter hingenommen. Stellen Sie ruhig eine Zwischenfrage. Ein Anpacken der bildungspolitisch anstehenden Aufgaben ist da nicht zu erkennen. Dafür viel Selbstbewusstsein bei der Präsentation von Selbstverständlichkeiten. 5.000 bis 6.000 Schülerinnen und Schüler mehr zu jedem Schuljahr brauchen selbstverständlich auch mehr Lehrkräfte und Erzieherinnen und Erzieher. Und die, die in den Ruhestand gehen, müssen ersetzt werden. Das sind Ihre bejubelten 2.000 Neueinstellungen. Die Koalition hat ebenso abgelehnt, weitere Mittel für die Entwicklung der Gemeinschaftsschulen bereitzustellen, obwohl sie die Schule ist, der es nachgewiesenermaßen am besten gelingt, den Lernerfolg von der sozialen Herkunft abzukoppeln. Was bitte ist daran sozial? Oder daran, Mittel für die Subvention von Schulmittagessen abzulehnen? Oder daran, dass die inklusive Schule offensichtlich der Flughafen der Berliner Bildung bleibt? Das ist keine Offensive zur Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention, was Sie hier tun. Ein notwendiger Schritt muss doch jetzt endlich sein, allen Schulen, die dies wollen, wie zum Beispiel vielen Gemeinschaftsschulen, die Möglichkeit und die notwendigen Mittel zu geben, inklusive Vorreiterschulen zu werden. Stellen wir uns doch endlich dieser großen Aufgabe der inklusiven Schule. Wenn es möglich ist, dass die Koalition den exklusiv arbeitenden Gymnasien, wir haben es gerade gehört, am 24. November mal schnell noch 9,3 Millionen Euro spendieren kann, damit in den siebten Klassen eine Personalzulage für Heterogenität finanziert werden kann, obwohl es ab der achten Klasse durch Abschulung ganz schnell vorbei ist mit der Heterogenität, dann muss es doch wohl möglich sein, unserem Antrag 7 neue Maßnahmegruppe inklusive Schule zuzustimmen, und dafür werbe ich. Und wenn 96% der Berlinerinnen und Berliner es nach einer neuesten Forsa-Umfrage wichtig finden, dass alle Schülerinnen und Schüler unabhängig von ihrer sozialen Herkunft oder Nationalität die gleichen Chancen für ihren Bildungserfolg bekommen, so sollten wir uns dem anschließen. Und gerne auch noch eine Zwischenfrage, bitte. Ja, bitte schön, Herr Kollege Ober. Ah, es blinkt nicht mehr. Vielen Dank. Frau Kittler, habe ich das gerade richtig verstanden, dass Sie sich darüber beklagen, dass in Gymnasien durch zusätzliches Personal für mehr Heterogenität und Chancengleichheit gesorgt werden soll? Weil genau das ist es doch, was zusätzliches Personal in der siebten Klasse erzeugt, nämlich mehr Förderung für diejenigen, die dann auch eben nicht abgeschult werden sollen, sondern in die achte Klasse gefördert werden. Sind Sie da etwa wirklich dagegen? Da wäre ich nur dann nicht dagegen, wenn Sie damit gleichzeitig das Probejahr abschaffen würden und sagen würden, jawohl, und dann machen wir im nächsten Jahr, Herr Oberg, eine nächste Aufstockung für die achten Klassen und im Jahr darauf die nächste Aufstockung für die neunten Klassen. Da bin ich sehr gerne bereit dazu. Dann haben wir nämlich wirklich Heterogenität und dann können wir in allen Schulen alle Schülerinnen und Schüler fördern. Dazu bin ich sehr gern bereit.